Ich mache heute die nächste Spielerkonferenz mit einem weiteren Torhüter-Duo. Heute das Torhüter-Duo aus der zweiten Herren. Das ist einmal Michael Hallo. und einmal Nikita. Hey. Ja, cool, dass ihr mitmacht. Ja, ich will heute mit euch so ein bisschen über die vergangene und die nächste Saison reden der zweiten Herren. Ja, fangen wir einfach auch mit der Saison jetzt an. Micha, wie findest du, dass die Saison abgebrochen wurde und wie zufrieden bist du mit der Saison, dass ihr die Klasse gehalten habt? Ja, hallo zusammen. Also Gottes Willen. Ich bin eigentlich unzufrieden damit, dass die Saison abgebrochen wurde. Wie es gekommen ist, natürlich alles richtig gemacht. Corona ist, muss man ganz genau beachten, muss man die Vorsichtsmaßnahmen auch einhalten. Sportlich fand ich es schade. Das wurde ja auch in den letzten Interviews, Heinz Gerd hat es ein paar Mal auch wiedergegeben. Wir hatten ja, ja den Klassenerhalt geschafft, aber wir befanden uns ja auch ein bisschen in einer Formkurve, die nach unten zeigte zu dem Zeitpunkt, wo es passiert ist. Ich hätte gern noch mit der Mannschaft gezeigt, dass wir es auch anders können. Ich hätte gern noch die Siege eingefahren, die uns dann auch offiziell auf dem Punktekonto gerettet hätten und wir dann im sicheren Mittelfeld das Ganze abgeschlossen hätten, die Saison. Das wäre eigentlich mein Wunsch gewesen. Nichtsdestotrotz, auch an der Stelle nochmal, Corona geht vor, die Gesundheit von uns allen geht vor und dann war das auch in Ordnung so. Und Nikita, du als Neuzugang, wie hat dir die erste Saison bei der HSG gefallen? Mir hat die Saison sehr gut gefallen. Also neue Leute kennengelernt, mich auch so, sage ich mal, in die Mannschaft eingelebt. Mir gefällt die Mannschaft und ich hatte noch nie so eine geile Mannschaft, wie es jetzt in Schaumburg ist. Und Micha hatte recht, was er gesagt hat. Ich hätte auch noch gerne ein paar Siege eingefahren mit unserer Mannschaft, aber wie gesagt, die Gesundheit geht halt vor, ne? Da schließe ich mich Michael an. Ja, da denke ich, dass wir das alle auch irgendwie so sehen, dass es die Gesundheit natürlich Ja. vorgeht und ja, da kann man jetzt quasi beim Neustart quasi in die nächste Saison einfach quasi da machen. Man wäre ja wahrscheinlich eh drin geblieben in der Klasse und ja, die Landesliga wird ja jetzt in der nächsten Saison auf 11 Mannschaften reduziert. Ich glaube, jetzt vorher waren es ja 14, wenn ich mich nicht irre. Und es gibt zwei Absteiger und einen Aufsteiger. Micha, wie siehst du die Chancen in der nächsten Saison? Ja, die Chancen, wir haben im Grunde jetzt wieder, wenn man es auf dem Papier betrachtet, haben wir wieder eine neue Truppe jetzt dazu bekommen. Die A-Jugendlichen sind reingerutscht bei uns in die Mannschaft. Viele haben natürlich schon mitgespielt, die letzten Spiele, haben auch zum Großteil bewiesen, wie wichtig sie werden für die Mannschaft. Wir müssen schauen. Offiziell eine Liste mit den Mannschaften, die in der Liga uns zugeteilt werden, haben wir noch nicht bekommen. Jetzt hast du natürlich so eine Art Glücksspiel wie bei der WM. Wer wird dir in welche Gruppe zugelost? Wir können schwere etablierte Mannschaften bekommen, wie Hessisch Oldendorf. Wir müssen schauen. Ich finde es besser, dass es so gemacht wurde, weil wir so auch dann eine kürzere Saison hätten. Ich hatte da auch mit Jürgen, unserem neuen Trainer, drüber gesprochen. Wenn das nicht so passiert wäre, dann hättest du eine ewig lange Saison gehabt. Und ich glaube auch nicht, dass wir mit einem Spiel die Woche hingekommen wären. Das wären dann wahrscheinlich in der Woche mittwochs auch noch Partien gewesen, die wir spielen müssen. Und so ist es, glaube ich, etwas entzerrter. Dass wir jetzt nicht gegen die anderen Mannschaften aus den anderen beiden Ligen spielen können, ja, muss man schauen, welche Spiele wir da auslassen. Das ist ja noch nicht raus. Aber ich denke, so wie es gemacht wurde, passt das für die Belastung. Ich meine, viele haben Familie, Nikita, du und ich, wir sind ja auch dabei. Für uns ist es natürlich wesentlich besser. Ja, das stimmt natürlich. So ist die Saison dann natürlich auf weniger Spiele, also sind dann ein bisschen reduziert. Ja, die Saison soll dann ja wahrscheinlich Ende Oktober anfangen, also so im letzten oder vorletzten Oktoberwochenende. Nikita, was hast du denn für Erwartungen an die neue Saison? Ja, neue Saison, neues Glück, sage ich mal. Ich habe sehr, was heißt, an mich selber habe ich sehr große Erwartungen. Also ich will mich selber ein bisschen steigern, weil Michael ist ein Top-Torhüter. Also deswegen, ja, also ich meine, es gab in meinem Leben auch andere Torwartkollegen und so ist es jetzt nicht hier jetzt in der Mannschaft. Und ich erwarte halt, dass wir irgendwo mittlere Hälfte, so bis Platz 5, 6, so ist drinne, glaube ich, für die nächste Saison mit der Ja, finde, Mannschaft. das hört sich doch nach einem guten Ziel für die neue Saison an. Ja, da hoffe ich einfach, dass das gut klappt, die nächste Saison, und wünsche euch da viel Glück. Ja, dann wollte ich mal zu der Top 7 kommen, die wir immer in der Spielerkonferenz haben. Ich sage einfach mal, Micha fängt gleich einfach an, seine Top 7 vorzulesen und sagt vielleicht ein, zwei Worte zu jedem Spieler und dann blenden wir das hier wie immer ein.
Ja, meine Top 7 Nominierung. Ich bin da jetzt nicht nur nach Leistung gegangen, sondern auch nach persönlicher Einschätzung. Darum geht es ja auch ein Stück weit bei der ganzen Geschichte. Und ich fange an mit der Torwartposition. Nikita, ich hätte dich natürlich total gerne genommen, aber nein, ich nehme Alles gut. als Torwart ist bei mir gesetzt Jelda Rentel. Vielleicht wissen das nicht alle. Ich habe zusammen mit Rainer Speer damals Jelda auch noch in der Jugend trainiert und nehme das auch so ein Stück weit für mich in Beschlag, dass sie überhaupt erst im Tor gelandet ist, weil die Entscheidung wurde damals getroffen und ich habe sie dann auch im Tor trainiert und ich finde es klasse, dass sie sich jetzt in die erste Damen reingebissen hat. Macht dort super Spiele, ist auch genau ihr Ding, glaube ich. Von daher Jelda bei mir auf der Torwartposition in der ersten Sieben. Machen wir weiter mit dem Linksaußen. Da habe ich, ja, Überraschung, Marcel Rose gesetzt. Zwischen ihm und seinem Vater war das eine ganz enge Kiste, muss ich sagen. Die beiden, ich hasse die beiden. Also ich habe ja auch gegen beide, die sind furchtbar, also weil sie so furchtbar gut sind auf ihrer Position. Von daher verdienter Linksaußenplatz für Rosi. Rückraum links geht bei mir an Nico Herrmann, meinen Teamkollegen bei uns in der Mannschaft. Der hat einen brutal harten Unterarmwurf. Nikita und ich, ja, kriegen wir das bei jedem Training immer wieder aufs Brot geschmiert. Ist wendig, ist agil. Also von daher auch von der Seite verdienter Rückraum Linksplatz. Auf die Kreisläuferposition setze ich die Wiebke Schindler. Ist die gleiche Geschichte. Wiebke, die habe ich auch zusammen mit Rainer Speer getrainiert damals. Finde ich auch ganz klasse, wie sie sich reinbeißt, wie wichtig auch sie für die Mannschaft ist in der ersten Damen. Von daher Kreisposition für Wiebke Schindler. Den Mittelmann gebe ich Finn Grafmann. Aus meiner Sicht ein kompletter Spieler, wendig, aggressiv, hat immer ein gutes Auge. Ich habe Spiele von ihm gesehen, wunderbar. Also das ist ganz große Klasse. Von daher eher auf der Mittelposition. Rückraum rechts und Rückraum außen gehen dann an die Kleines, an die Stoffers und Stoffis dieser Welt. Also Christoph Kleine geht auf Rückraum rechts. Ganz, ganz für den Torwart eine ganz, ganz widerliche Linkshand, ganz schwer einzuschätzen. Ist auch sehr variantenreich beim Werfen, von daher Rückraum rechts für unseren Capitano und Rückraum außen für seinen kleinen Bruder. Der ist von den Spielanteilen vielleicht nicht so häufig bedient gewesen die Saison. Wenn er aber kam und wenn es wichtig war, hat er gute Spiele gemacht, hat richtig gute Quoten rausgehauen, hat auch eine super Kelle von außen. Und der wird sich auch noch weiter steigern. Da werden wir auch noch für sorgen, Nikita und ich, ne? Natürlich, das auf jeden Fall. Ja, das war meine Top 7. Ja, sehr schön, Micha. Ja, finde ich auch gut, wie du dazu auch noch so ein paar Insider-Infos auch noch rausgegeben hast zu einzelnen Spielern. Sehr interessant. Ja, Nikita, du bist noch nicht so lange im Verein. Deswegen kannst du jetzt, also kennst du auch nicht so viele Spieler, aber du hast trotzdem eine Top 7 zusammengestellt. Ja, habe ich. Also meine Top 7, so meine persönliche. So viel kann ich dazu nicht sagen, aber ich fange mal an mit links außen. Habe ich Noah Salz-Wedel nominiert. Ist für mich ein krasser links außen. Er ist zwar noch jung, also aber schnell und hat einen sauberen Wurf. Also den habe ich jetzt für links außen nominiert. Dann Rückraum rechts und Rückraum, also außen, sprich rechts außen, habe ich auch die Kleines nominiert. Also einmal Stoffer, der hat, wie Michael schon sagte, einen sehr krassen Wurf. Also als Torhüter siehst du manchmal alt aus. Also ich rede aus Erfahrung. Ja, und den Sebastian Kleine habe ich auf rechts außen. Der hat, finde ich, auch einen krassen Wurf. Nur meistens wirft er immer halb, ne? Das hört ja jeder. Von daher. Kreismitte habe ich Niki Knüttel, heißt er, ne? Genau. Genau. Für mich ist das boah, ich habe gar keine Worte für ihn. Also Top-Kreisläufer. Also in seinen jungen Jahren so einen Körper zu haben, hat nicht jeder. Er hat Potenzial, auch meinerseits nicht nur Oberliga zu spielen, also auch in dem Männerbereich nicht. Ich schaue so dritte, zweite Liga, das Potenzial hat er, weil er noch recht jung ist. Rückraum links, ja, hab ich wieder den Mannschaftskollegen Nico Herrmann, wie Michael schon sagte. Top-Spieler, also, aber nach oben ist auch noch Luft, also kann sich auch verbessern, aber die Würfe sind krass von ihm, ja. Rückraum Mitte habe ich Matze Tatje nominiert. Wie heißt der mit Nachnamen?
Du weißt, wie er heißt. Also Matze auf jeden Fall, ne? Das kennen den alle. Ja, also ein guter Aufbauspieler in meinen Augen. Hat gutes Auge. Motiviert auch die Mannschaft. Ja, und jetzt kommen wir zum letzten, also im Tor. Mich kann ich ja leider nicht nominieren. Ich habe meinen Mannschaftskollegen Michael Pifano nominiert. Ich bin drin, Jonas. Dann haben wir gesagt, ich komme rein. Einfach ein erfahrener Torhüter in meinen Augen. Er weiß, was er macht. Ein guter Mannschaftskollege im Tor. Also wie gesagt, lange keinen so guten Mannschaftskollegen gehabt im Torwartbereich. Also und bei uns ist auch so eine kleine Konkurrenz, sage ich mal. Aber im guten Sinne. Jetzt nicht Schlechtes, also was Gutes. Ja, das war meine Top 7. Ja, sehr schön. Ja, deine Top 7 ist auch sehr gut. Auch mit vielen Spielern, die wir schon in Spielerkonferenzen gehört haben. Ja, und ich finde das gut, dass ihr euch als Torwartkollegen so gut versteht. Und so ein bisschen Konkurrenzkampf muss natürlich immer dabei sein. Das ist auf jeder Position so. Und natürlich auch im Tor wichtig, dass man sich da gegenseitig auch so ein bisschen hochpusht. Mich interessiert jetzt eigentlich mal, wie ihr denn so überhaupt ins Tor gekommen seid beim Handball. Micha, kannst du vielleicht mal erzählen, wie du früher vielleicht ins Tor gekommen bist? Ja, das geht ganz schnell. Ich habe nicht von klein auf Handball gespielt. Ich war bis, Gottes Willen, wenn ich das auf die heutigen Jugend projiziere, ich glaube B-Jugend. Bis B-Jugend habe ich nur rein Fußball gespielt. Wir waren noch relativ erfolgreich, Bezirksliga, das war damals relativ hoch hier für uns. Und in Handball geholt hat mich mein damaliger Schulfreund Henning Zorzel. Henning, wenn du das siehst, ganz liebe Grüße. Wir haben das parallel im Wechsel gemacht. Ich habe Henning zum Fußball eingeladen und er mich zum Handball. Und irgendwann stand ich im Taste in der Halle. Und damals war Otto Witte, Otto auch an dich, liebe Grüße, Otto Witte unser Trainer. Und wir hatten so einen Kreis gebildet, so ein bisschen Quatschi-Quatschi gemacht. Und dann ging es los und dann alle wussten, wo sie hinrennen mussten, aber keiner rannte ins Tor. Und dann war das Tor halt, ich stand noch da und wusste nicht, was ich machen sollte. Dann meinte Otto, ja, geh ins Tor. Und von dem Tag an bin ich Torhüter geblieben. Ja, coole Geschichte. Ja, sehr cool. Interessant zu hören. Wusste ich gar nicht, dass du so lange Fußball gespielt hast und erst relativ spät ja dann mit Handball angefangen hast. Ja, Nikita, wie ist denn das bei dir gewesen? Ja, ich habe schon seit 98 habe ich angefangen zu spielen. Ja, ich dachte, Torwart ist so ein Larry-Job damals, wirklich. Also, bevor ich Halten und Siegen gelesen habe von Wieland Schmidt. Ja, ich dachte, ja, ich bin von Natur fauler Mensch. Und ja, Torwart war ja schon cool und so musste ich nicht viel bewegen. Bis zur E-Jugend, C-Jugend ging es noch, aber ab der B-Jugend musste man dann schon so ein bisschen Leistung bringen. Also, das war so, warum ich ins Tor gegangen bin. Okay, cool. Dann möchte ich mit euch jetzt das Assoziationsspiel spielen. Also das heißt, ich gebe euch Begriffe und ihr sagt mir, was euch dazu einfällt. Das machen wir dann immer so abwechselnd. Also ich gebe Micha einen Begriff, dann gebe ich Nikita einen Begriff. Und wenn euch aber noch irgendwas dazu einfällt und ihr unbedingt noch was ergänzen wollt, dann könnt ihr das natürlich auch machen. Also ich würde jetzt einfach anfangen mit Micha und würde sagen, was fällt dir ein, wenn du an die HSG denkst? Das ist mein neuer Handballverein in Schaumburg. Welcome to Schaumburg. Wir spielen hier Handball bei uns. Was fällt mir ein? Das ist ein gigantischer Verein mit irrsinnig vielen Mitgliedern, wo plötzlich alle meine ehemaligen Gegner, Kollegen Handball spielen zusammen. Ja, spielen mit Feinden und Freunden in einem Verein, das fällt mir dazu ein. Sehr gut. Okay. Nikita, was fällt dir ein auf Bälle auf den Kopf bekommen? Ja, mir fällt ein. Also ich sehe, ganz ehrlich, das Tor ist ja groß genug. Aber wenn es so kommt, dann nehme ich meinen Kopf natürlich nicht weg. Ne? Das ist einfach unsportlich für mich, wenn sich dann auch keiner entschuldigt, dann, ne? Wenn er das mit Absicht macht. Ist irgendwo immer Fairplay, ne? Also muss man schon sagen. Ja, Micha, willst du darauf noch was ergänzen? Oder? Die Frage hätte ich auch gern gehabt. Dass ich kriege die politischen Fragen und er kriegt die Spaßfragen. Nein, kann ich nicht zu ergänzen, um Gottes Willen. Also im Kopf denkst du wahrscheinlich ja wirklich gleich und auf dem Platz bleibt dir nur das Lächeln. Du willst ja eigentlich unsportlich sein dann. Ja. Okay, Micha, was fällt dir denn so ein zu Torwart-Klischees?
wichtigster Mann in der ganzen Mannschaft. Okay. Weil Torwart-Klischees. Was sind denn Torwart-Klischees? Ich stelle die Frage mal zurück. Was ist denn ein Torwart-Klischee für dich? Keine Ahnung. Also wenn ich so überlege, manchmal sagt man sagt ja manchmal, Torhüter haben so ein bisschen einen an der Macke. Ja. Aber, also das ist ein Torwart-Klischee, würde ich sagen. Aber ja, das ist ja auch neu. Das können wir beide bestätigen, oder, Niki? Ja. Da musst du echt verrückt sein, sage ich mal, durchgegangen. Sonst also, brauchst du nicht ins Tor zu gehen, finde ich. Jeder Arbeitskollege und Freund, der mit Handball nichts zu tun hat, das ist auch das Erste, was er sagt. Witzig, du hast das erste Torwart-Klischee genannt. Du bist ja bekloppt, hörst du dann immer. Ja, kannst ja, du ja sagen, genau. Kannst nur sagen, ja, jeder hat seine Aufgabe und ich habe die Aufgabe halt, Bälle zu halten. Mit meinem Körper. Ja, auch. Ja, genau. Andere tun sich weh, wenn sie die Bälle abkriegen und die Torhüter freuen sich, weil sie dann wissen, dass sie den Ball gehalten haben. Ja, das pusht dich natürlich auch total. Ja, ich meine, genau. du bist fokussiert. Wir fahren ja auch nicht, ich meine, noch, Nikita, sind wir noch nicht alt genug, um das nur als Bierhobby zu machen. Ich meine, wir haben nur Leistungsgedanken, du fährst mit der Mannschaft dahin, du willst ja helfen, du willst die Mannschaft mit zum Sieg tragen und also bei mir ist es immer so, ich glaube, bei Nikita ist es genauso, wenn ich einen Ball abkriege und wenn es das Gesicht ist, dann doppelt so hart weitermachen, Attacke, ja, volles Programm. Das pusht dich halt noch mehr, ne? Das ist ja ganz klar. Super. Nikita, was fällt dir ein zu 7 Meter? Ja, zu 7 Meter. Ja, halten, ne? Was fällt mir ein? Mit den Spieler spielen, nennt man das. Und versuchen zu gewinnen, weil er ist mehr unter Druck als ich. Das stimmt auf jeden Fall. Da hat man als Torwart natürlich nicht so viel Druck wie der Spieler, der, wo man eigentlich davon ausgeht, dass er verwandelt in 7 Meter. Genau. Micha, was fällt dir ein zu Derbys? Zu Derbys? Das ist eine gute Frage. Ja, dreimal so heiß sein, wie wenn man hundertprozentig heiß ist. Derbys sind ja für mich auch total interessant. Gerade Heilbronn, ich habe selber in Heilbronn gespielt, kenne dort viele Leute. Das ist ja für mich das absolute Oberderby. Ich spiele es total gerne. Es ist genial, wenn vor dem Spiel noch so ein bisschen die Nerven flattern und du weißt ganz genau, hier geht es um den Lokalsieg. Du bist hier, du musst zeigen, dass du mit deiner Mannschaft hier die Nummer 1 bist. Ja, Derbys. Absolut Feuer drin. Immer schon gewesen. Ja, Derbys sind immer cool. Ja. Nikita, was fällt dir ein zu Abwehrarbeit? Die ist nie so gut, wie sie hätte sein sollen. Ja, aber du gewinnst in der Abwehr, für mich ist so 60% der Spielzeit. Wenn du nicht in der Abwehr gut stehst, dann kann auch, egal was vom Torhüter da ist, nichts machen, das ist einfach so. Die Absprache muss stimmen zwischen Torhüter und Abwehr. Das fällt mir dazu Abwehr ein. Ja. Micha, was fällt dir denn ein zum Mannschaftsabend? Meistens fällt mir danach gar nicht mehr viel dazu ein. Ja, Spaß haben, einfach mal abseits von Hallenschuhen und auch mal sich privat näher kommen und kennenlernen. Ich finde Mannschaftsabende generell wie Mannschaftsevents sind total wichtig. Dass du dich auch außer der Bahn kennenlernst, mit Nikita zum Beispiel auch, ganz wichtig für mich, dass wir nicht nur dann als Konkurrenten auftreten, sondern auch mal dann gemeinsam uns stützen und durch den Abend tragen, wenn der eine mal einen Hänger hat oder so, das ist auch ganz wichtig. Sehr gut. Gut, jetzt habe ich eine Frage, die ist so ein bisschen an euch beide gerichtet, aber Nikita kann ja erstmal zuerst antworten. Was fällt dir ein zu Torwartvorbild? Torwart? Ja... Ich nenne mal mein Vorbild. Das ist Silvio Heinevetter. Aus dem Grunde, weil das für mich ein unorthodoxer Handballspieler ist, Torwart. Der hat so ein Stellungsspiel, das hat keiner. Keiner hier in Deutschland, in Europa. Das ist einfach für mich ein sehr, sehr guter Torwart. Das ist so mein Vorbild. Und uns hat auch derselbe Landesauswahltrainer trainiert. Ah, sehr cool. Ja, der kommt aus Bad Langsalza, also auch aus Thüringen. Und der hat uns beide trainiert. Nur, dass er 81, dächte ich, ist Baujahr 81 oder 84, weiß ich jetzt nicht mehr ganz genau. Ah, das ist aber, finde ich cool, dass dass ihr den gleichen Trainer hattet. Ja. Micha, wer ist dein Torwartvorbild?
Genau. Ich habe jemanden, der ist vielleicht nicht ganz so geläufig und bekannt. Bei mir ist es der Jörg-Uwe Lütt. Ich denke, du kennst ihn vielleicht. Hat auch lange bei Großburg-Wedel gespielt. Vorbild ist er. Er war ja auch mit der Nationalmannschaft unterwegs. Bei mir ist er ein Vorbild, weil er einfach in dem extrem hohen Alter noch absolut brachiale Leistung gebracht hat. Damals in der Oberligasaison, wo wir noch mit Haste gegen Großburg-Wedel gespielt haben. Unglaublich, dieser Mann. Also, der hat sich warm gemacht auf dem Platz. Das war eher so ein lockerer Nachmittagswalk, den er gemacht hat. Und hat trotzdem 5, 6, 7 Meter im Spiel gekillt und ich glaube, eine Quote von, ich weiß gar nicht, 38, 40% gehabt. Also absolut Wahnsinn. Und das in seinem Alter. Und ich hoffe, ich werde mal genauso rüstig. Hab ja nicht mehr so lange jetzt. Also, vielleicht schaffe ich es ja. Ja, zu ihm kann ich noch sagen, dass er bei uns ja letztes Jahr in der Alten Herren auch ein paar Spiele gemacht Ja, hat. guck mal, immer noch dabei. Und ja, stimmt. Und da früher auch, glaube ich, ja, in der Bundesliga gespielt, ne? Ja, der hat sehr hoch gespielt. Der war auch lange Zeit in Hameln, war er unterwegs. Als Charakter, ich kenne ihn jetzt persönlich nicht gut, aber ich habe ihn so auf dem Platz gesehen, so ein bisschen nebenher, wie er dann immer noch danach draußen stand und inhaliert hat. Also für mich, muss ich sagen, ganz, ganz sympathischer Mann. Cool. Ja, Nikita, was sagst du denn zu Torwarttraining? Also ich drück's mal weich aus. Ich liebe kein Torwarttraining. Das ist für mich Horror einfach nur. Okay. Aber machen muss man das natürlich, aber sehr ungern. Das ist für mich Torwarttraining. So, ja gut, Torwarttraining. Ja, an die Leistungsgrenze gehen, sage ich mal. Und dann einfach nur auf die Bank setzen und nichts mehr machen. Keine Würfe, gar nichts mehr. Ist für mich Torwarttraining, wenn es ein richtiges Torwarttraining ist. Also die Torhüter müssen kotzen bei mir. Also sage ich mal, das ist einfach so auf gut Deutsch gesagt. Ja, das ist Hoffentlich wirst du nicht Torwarttrainer. Nee, nein, mache ich nicht. Ich spiele ja noch ein bisschen Handball. Naja, vielleicht danach. Micha, wie sieht es aus bei dir? Torwarttraining, was sagst du dazu? Na, die Frage hätte ruhig an mir vorbeigehen können. Ja. Ich sehe das genauso wie Nikita. Es ist so wie eine Erkältung. Ne? Also manchmal, es muss halt einmal im Jahr kriegst du es eh, aber muss nicht sein. Ja, ein Torwarttraining, also ein richtiges Torwarttraining im normalen Training zu integrieren, ist halt nicht so einfach. Du brauchst einen festen Torwarttrainer und ich sehe das so wie Nikita, das müssen dann so spezifische Übungen sein, dass du danach auch nichts anderes mehr machen kannst. Und bei uns ist es halt immer so, wenn wir im Training sind, wir müssen dann noch das Wurftraining machen, wir machen noch das Abschlussspiel und wenn du ein richtig, richtiges Torwarttraining machst, dann geht das auch gar nicht mehr, glaube ich, dann bist du durch. Ich glaube, bei Nikita und mir jetzt noch großartig über ein hartes Torwarttraining Veränderungen im Spielverhalten herbeizuführen, ist, glaube ich, schon fast nicht mehr machbar. Also ich hab meinen Spielstil, den werde ich auch nicht mehr Ja. ablegen können, bin ich fest von überzeugt. Bei mir ist es auch so halt, ne? Ja, also ich glaube, gerade für die Jungen, ich sag mal, unser Marvin jetzt, der ja auch der Perspektivkader zugehört, der zweiten, der braucht sowas auf jeden Fall, der muss sowas noch kriegen. Aber Nikita und gerade die älteren Torhüter, ich glaube, die sind dankbar, wenn sie mitlaufen, auch sich natürlich anstrengend ist, das Warmwerfen entsprechend strukturiert ist, du auch kaputt bist nach dem Training. Aber dieses Spezifische, wo sollen wir es auch herkriegen in der zweiten? Da haben wir jetzt auch keinen. Ja, es ist ja wie Michael sagt, jetzt für Jugendspieler, A-Jugend, B-Jugend, Marvin auch, ne? Aber jetzt so für Ältere kannst du das machen, aber du hast dein Stellungsspiel. Du hast dein Spiel aus dem Spiel heraus, Kondition, ja, vielleicht ein bisschen Reflexe, diese ganze Geschichte. Das kannst du machen, das ist kein Problem, aber das Stellungsspiel ist, wie Michael schon sagte, ist bei uns schon drin, sage ich mal. Genau, Ja, also der Spielstil hat sich schon entwickelt. im Leistungsbereich wird es auch immer noch nötig sein. Ich sag mal, die Jungs aus der ersten, die machen das ja auch noch. Ich glaube, Balu ist da immer noch dabei, wenn ich richtig informiert bin. Der hat, glaube ich, nicht zurückgezogen sein Engagement. Das ist auch vollkommen okay. Da passt es auch wieder rein. Da brauchst du das dann auch wieder, um einfach immer auch in der Beweglichkeit fit zu bleiben. Sehr schön. Ja, jetzt habe ich noch ein letztes Jugendarbeit. Was sagt ihr dazu, Nikita? Jugendarbeit ist super. Sind ja unsere Schützlinge, sage ich mal, ne? Die dann irgendwann für uns spielen werden. Halt. Also wo wir jetzt mit Michael spielen, also allgemein auf allen Positionen, das ist richtig gut. Also das merkt, was soll ich kann noch eine halbe Stunde erzählen, aber ich halte mich mal kurz. Also ich finde Jugendarbeit sehr gut, ja. Also jetzt nicht nur in unserem Verein, allgemein finde ich Okay. das super. Also in unserem Verein kenne ich jetzt nicht so viele Ja, klar.
Spieler, Jugendlichen, weiß ich nicht, kann ich jetzt nicht dazu sagen, aber ich finde das gut, Jugendarbeit, ja. Micha, was kannst du noch ergänzen? Ja, ich kenne zwei sehr jugendliche Spieler mit Namen und Familienhintergrund. Das sind meine beiden Söhne, der Gianluca und der Paul. Du bist ja auch Pauls Trainer, hast ja auch entsprechend die Bindung aufgebaut. Also super wichtig. Generell, dass wir müssen weiter Jugendarbeit betreiben, auch so wie sie in diesem Stil betrieben wird. Da haben wir ja auch eine super Jugendabteilung mit euch aufgestellt bekommen. Ihr seid in den Schulen aktiv, im Kindergarten wird schon angeboten. Wir brauchen natürlich auch Frischfleisch für den Verein, das ist auch ganz wichtig. Und so wie es hier gelebt wird, so habe ich es auch nie in der Form in einem anderen Verein erfahren, vielleicht noch in Heidorn über GEW. Aber ich finde das klasse. Den Jungs gefällt es, sie kommen gern zum Training. Ich habe alles dafür getan, damit Gianluca kein Torwart wird, aber jetzt wird er wohl doch Torhüter. Mal sehen, vielleicht schaffen sie ja mit Paul, dass der Feldspieler bleibt. Aber Spitzensache, ist ein absolutes Muss, ohne geht es nicht. Ja, Jugendarbeit ist natürlich ziemlich wichtig, damit ja auch später viele Spieler ausgebildet werden für den Verein. Und ja, Jugendarbeit macht natürlich dann auch allen Beteiligten Spaß, mit den Kindern zu trainieren. Und ist eigentlich immer eine schöne Sache. Ja, jetzt habe ich noch zum Ende das kleine Quiz. Ihr habt Stift und Papier da. Ich habe hier 3-4 Fragen für euch vorbereitet. Ihr schreibt das dann einfach auf und wenn ich euch sage, dass ihr bereit seid, dann könnt ihr das in die Kamera halten und dann können wir mal gucken, wer näher dran war. Und dann vergeben wir einfach kurz Punkte und gucken, wer sich besser schlägt. Okay, erste Frage. Wie schwer ist denn ein Dreierhandball ohne Patte? Circa in Gramm. Die Frage kam schon mal. Aha. Ich glaube, die da kam schon mal. Da hat jemand noch gut ich gekommen. Erinnere mich nicht. Verdammt, ach komm her, wir schreiben jetzt hier was auf. Ich auch hier. So. Aber ja, sehr gut. Ich hab's. Ja, du kannst weitermachen. Also ich okay. Schreib schon nochmal. Ja, ja, alles gut. Dann halte das mal in die Kamera. Muss ich spiegelverkehrt schreiben oder geht das so? Nee, geht so. Micha 350. Siehst du meins? Ja, 100, ne? Ja, 100, ja. Okay. Ja, Micha ist näher dran. Es sind 450 Gramm. Oh, 100 Gramm mehr. Ja. Na, guck mal, Nikita, wir haben zusammen geantwortet. Ja, genau. Ja, genau. Also für den Dreierball, der ist 450, der Zweier ist 350, dann glaube ich der Einser 300 und der kleinste, der Miniball, ist glaube ich bei 250 ungefähr. Ja, das sind hättest Fakten. Du mal Miniball gesagt. Ey. Das sind Fakten, die interessieren einen Torhüter nicht. Wir müssen das Ding halten. Und ja, genau. Egal wie. Deswegen halt. habe ich überlegt, euch die Frage zu stellen, weil ihr den Ball ja auch nicht so oft im Kontakt habt. Ja. Nur wenn man den mal aus dem Tor rausholen muss. Ja, wie viele Titel hat denn Kiel in der Bundesliga geholt? Ich habe keine Ahnung. Circa, ne? Ich schreibe mal jetzt circa. Ich weiß auch nicht ganz genau. Ich habe keine Ahnung. Okay. Das ist total ins Blaue. Halt mal deins erst hoch, Nikita. Das ist nicht ganz von mir. Ja, sehr gut. Ich habe natürlich hier vollkommen utopische Zahl aufgeschrieben. Was? 167. Ich habe keine Ahnung. Ja. 60. Ja, nee, Nikita ist näher dran. Wie viele sind es denn? Es sind 21. Ah, ja. 21 Meisterschaften, glaube ich, seit, ja, jetzt muss ich mal überlegen, 1950 oder so ungefähr. Ich glaube, da wurden die ersten Hallenmeisterschaften ausgetragen. Ja, und Kiel ist mit Abstand der Rekordmeister mit 21 Titeln. Das hätte ich dir noch sagen können. 1:1, also. Gut, ja, dann wie viele Tore pro Spiel hat denn die zweite Herren letzte Saison geworfen? Damit habt ihr nicht so viel zu tun gehabt. Hättest du gefragt, wie viele Bälle gehalten wurden von uns, ja, dann hätte ich schon mal so. Aber wie sehr habt ihr denn aufgepasst, als ihr im Angriff wart? Wir reden über die Tore im Schnitt pro Spiel, ja? Ja, genau, im Schnitt. Boah. Es waren nicht so viele. Ja, also, boah, das ist schwierig, ey. In der Zeitung stand auch immer, der Angriff war schuld. Boah, ey. Okay, ich hab die Zeit.
Na, zeig mal hoch, los. Nee, schreib erstmal. Du hast die Zahl im Prozent, ne, sagen wir mal, ne? Nee, wie viele Tore? Ach so, Tore. Tore. Schreib 67, das wird schon stimmen. Ja, warte mal, ich mach mal. So. Okay, dann einmal in die Kamera halten. Ich sehe das. 23, glaube ich, ne? Ja. Ich habe ein bisschen mehr. 52 habe ich. Pro Spiel? Wow. Ja, Micha ist Tagessieger. Es sind 25 sind es pro Spiel. Ja, also ist noch Luft nach oben, aber ganz so schlecht sind 25 auch nicht. Also es sind noch viele Mannschaften darunter gewesen. Mit weniger. Jürgen und Sebi werden alles dafür tun, dass wir uns auf 30 verbessern, bin ich ganz sicher. Genau. Ich habe doch schon die Zahl. Dann gibt es dann mehr Bierkisten. Michael, ich habe schon die Zahl. Moment, ich habe die Zahl schon geschrieben. 52 will ich dieses Jahr haben. Ja? Ja. Wenn du das siehst, weißt Bescheid. Gut, jetzt die letzte Frage. Also Nikita kann jetzt noch ausgleichen zum 2-2. Der Rekordtorschütze der Bundesliga-Historie, das ist ein Südkoreaner, ich weiß nicht, ob ihr den kennt. Der Name ist ganz schwierig auszusprechen. Ich würde mir jetzt die Zunge zerbrechen dabei. Yoon Kyung-shin heißt der. Der hat die meisten Tore. So ein Linkshänder ist das, ne? Genau, das ist ein großer, über 2,05 Meter, glaube ich, Linkshänder. Der hat mal beim HSV und bei Gummersbach, glaube ich, gespielt früher. Genau. Der hat die meisten Tore in der Handball-Bundesliga aller Zeiten geworfen. Jetzt müsst ihr einmal schätzen, wie viele Tore waren das in der ganzen Karriere? Von ihm jetzt natürlich, ja klar, von ihm. Nur von ihm. Boah. Der hat ja hier vor lange gespielt auch, ey. Ja, der hat sehr lange gespielt. Ich schätze einfach mal. Ja, so. Er hat auch in einer Saison einmal über 300 Tore geworfen, hält damit den Rekord pro Saison. Ich versuche mal Glück. 1800? Ich habe hier so eine Zahl. 1608. Okay. Ja, damit hat Micha das Quiz heute gewonnen. 3-1. Denn es sind 2905. Baumaschine, ne? Also ganz schön stark. Ja, wenn man das mal hochrechnet, keine Ahnung, ich weiß jetzt nicht genau, wie viele Saisons er gespielt hat. Wahrscheinlich irgendwie so über 15, aber dann fast in jeder Saison über 200 Tore gemacht. Ist sehr stark. Ja, schwach ist das nicht. Ja, sehr schön. Dann danke ich euch fürs Mitmachen bei der Spielerkonferenz. Es hat mir heute ziemlich Spaß gemacht mit euch. Habt ihr vielleicht noch einen Vorschlag, wer noch unbedingt irgendwann mal vielleicht kommen sollte in die Spielerkonferenz, dann im nächsten Jahr vielleicht mit einem der neuen FSJler. Nikita hat doch einen Spieler nominiert, den wie hieß er, Matthias Tatje? Den würde ich fragen. Ja, genau. Den würde ich nehmen, der hört sich ganz interessant an. Ja, okay. Genau. Ja. Denke ich der war auch, glaube ich, noch nicht. Der hat den auch nicht. Den müssen wir, glaube ich, mal fragen. Ja. Dann ist er vielleicht in der nächsten Saison vielleicht mal als Zwischenreport zur Saison, wie es denn läuft. Der ersten Herren. Gut, dann danke ich euch fürs Mitmachen. Dankeschön. Hat Spaß gemacht. Ja. Schöne Woche. Jo, und dann sehen wir uns in der Halle. Genau, so machen wir das. Aus. Ciao. Wieder. Viel Spaß. Ciao. Ja, wenn ihr dieses Video seht, teilt das Video mit allen euren Freunden, euren Eltern und allen, die ihr kennt.